Also das ist sehr schön, wenn man immer im Dienst ist und ist es auch sehr beachtenswert. Allerdings habe ich auch das Leid von Priesterfamilien erlebt und auch evangelischen Pfarrerfamilien. Ich bin selber evangelischer Pfarrer und wir haben 4 Kinder. Und ich weiß, wovon ich rede. Priesterdienst ist in der evangelischen Kirche ähnlich. Es gibt das Gebot, 6 Tage sollst du arbeiten. Und ich habe auch schon gesehen, wohin das führen kann, wenn jemand nicht mehr aufhört zu arbeiten. Das Herz macht manchmal mit und versagt seinen Dienst an wichtigen Stationen des Lebens. Menschen, die eine lange Ausbildung hinter sich haben, sterben 30, 35 Jahre zu früh und die Kinder haben keinen Vater und die Enkel keinen Großvater mehr. Deshalb, wie ernst nehmen wir das Gebot, 6 Tage sollst du arbeiten? Wann ist unser Ruhetag in einer Priesterfamilie? Ja, das finde ich ein sehr guter Hinweis. Und da gibt es auch sofort eine Antwort. Ja. Also, Leo, meine Frage kommt später. Zuerst die Frau. Aber okay. Du willst antworten oder soll ich? Zuerst sie und dann er. Ich habe eine Frage, ich habe keine Antwort. Also gut. Also ich denke, es ist, wir haben das auch vorher gesprochen, dass dieses Wort Arbeit mir komisch klang. Und ich habe auch ein anderes Wort genutzt, das man auch klären sollte, nämlich dienen. Und dienen und arbeiten, haben wir das festgestellt, muss man tatsächlich klären, was dahinter steckt. Dienen, Gottesdienst oder was auch allerdings in Briefe von Heilige Paulus, also in unserer Bibel steht, betet ununterbrochlich. Ununterbrochen betet. Ich denke, wenn man diese 3 Begriffe zusammenstellt, beten, dienen, arbeiten, dann merkt man auch einen Unterschied. Und ich glaube, wir versuchen tatsächlich zu beten, versuchen es, ja, so viel wie unsere Psychologie es lässt, aber je mehr wir beten, desto mehr haben wir für uns. Also das kann wirklich jeder spüren, dass Gebet Energie gibt und nicht wegnimmt. Und dienen heißt auch gleichzeitig für sich selber Freude haben, weil wenn man für den Nächsten was tut, dann ist es gleich für mich selber eine, ja, Freude einfach. Ich glaube, das hast du vorher so etwa gesagt, dass wir gar keine Anerkennung brauchen als Lob oder als Geld, sondern wenn wir was Gutes tun, dann ist einfach in unserem Kopf etwas einen Schritt weiter gegangen oder gekommen. Wobei muss ich auch ganz kurz auch wieder ergänzen, Sie haben auch recht, einen gesunden Maß ist es auch willkommen. Auch in unserer Spiritualität spricht man von einem gesunden Maß. Man muss auch nicht übertreiben. Man muss einfach sehen, wo sind auch meine eigenen Grenzen, wo muss ich jetzt mal ein bisschen Stopp machen und Pause. Das ist auch sehr willkommen und wir plädieren hier nicht für die Arbeit oder ununterbrochene Arbeit bis zum Auspower, sondern ich glaube, da müssen wir auch selbst mal achten, wo sind auch unsere Grenzen, wo wir sagen, jetzt gerade brauche ich meine Ruhe, jetzt mache ich auch mein Telefon aus. Das machen wir auch ab und zu, wo wir sagen, jetzt ist mein Familientag. Machen wir mal ein bisschen alles aus und achten wir auf uns selbst ein bisschen. Also gesunden Maß. Ja, richtig. Jetzt sind Sie aber dran.